So, Leute, sind wir beim nächsten Booster und ich habe auch einen Draft-Booster bei euch. Wenn ihr mehr von den Draft-Boostern sehen wollt, am Montag habe ich einen Pre-Release-Kit rausgebracht, wo ich eine Menge davon aufgemacht habe. Aber ich dachte mir, so ein einzelnes für den Channel, damit es in die Booster-Session reingeht, kann man auch mal machen. Dementsprechend gucken wir uns das mal an. Wir haben einen Tolarian Geysir, 3-Mana-Kicker für ein weißes. Wir bringen eine Kreatur zurück auf die Hand und ziehen eine Karte. Wenn das Spell gekickert wurde, kriegen wir 3 Leben. Boah, ist der bad. Tribute to Urborg. 2-Mana Instant mit Kicker für ein blaues, ein farbloses. Und eine Kreatur kriegt minus 2 Slimes, wenn es zu ist. Was? Achso, wenn der Spell gekickert wurde, dann kriegen die Kreaturen nochmal -1/-1 für jede Instant Sorcery auf Friedhof. Das ist schmächtig. Phalanx. Argivian. Phalanx. 6-Mana 4/4 kostet für 1-Mana weniger für jede Kreatur, die wir kontrollieren, mit Wasser im Crit. Hammerhand, 1-Mana, enchanten wir eine Creature, wenn ins Spiel kommt, die Kreatur kann ich blocken und die entfaltsaubere Kreatur kriegt +1/+1 und Eile. Die ist cool, die ist wirklich gut, die ist common, oh mein Gott, die ist gut. Bog Badger, 3-Mana, 3/3 für ein schwarzes Kicker. Wenn sie ins Spiel kommt, gekickert wurde, kriegt es eine Kreatur Menace. Nee, alle Kreaturen kriegen Menace, wow, das ist stark. Volch Tide Turner, 2-Mana, 1/3, tappen für ein blaues, können wir nur für Instant oder Sorceries benutzen oder für Kicker-Spells. Also auch für Kreaturen dann. Wooded Rickline. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein rotes oder grünes, weil es ein Mountain und Forest ist. Das ist ein raussuchbares Ding. Finde ich ganz gut, dass sie es mittlerweile adden. Dann haben wir noch das Radiant Groove, was eben das in grün-weiß ist. Dann haben wir ein Florius. Floriverus. Vinewall. Okay. 2-Mana 0/2 Defender. Wenn sie ins Spiel bekommen, gucken wir uns 6 Karten zur Bibliothek an. Wir können Land davon auf die Hand nehmen und den Rest unter das Deck. Zengir Connoisseur. 5-Mana 3/3 fliegend. Immer wenn eine oder mehr andere Kreaturen sterben, legen wir eine +1/+1 Marke auf den. Triggert nur einmal pro Zug. Love Song of Night and Day. Oh mein Gott, ist das diese Story von Tag und Nacht, die sich lieben, die dann zu den Sternen aufsteigen und dann getrennt sind und sich nie wieder sehen werden. Oh, wie süß. 3-Mana mit Read Ahead, das heißt, wir können in jedem Chapter anfangen, wo wir wollen. Das erste Chapter sagt, du und ein Spieler deiner Wahl ziehen eine Karte. Das zweite ist, wir kreieren einen weißen Bird Talk mit fliegend. Und das dritte, wir legen eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen. Die ist nicht gut. Die ist echt nicht cool. What? Okay, egal. Coral Colony. Also Korallenkolonie. 2-Mana 1/4 Defender für 2-Mana tappen mild ein Spieler X Karten, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist mit Defender, die wir haben. Ist das nicht das zweite Mal, dass wir das haben? Gibt es jetzt nicht 2 Defender, die milden? Das ist strong. Und wir haben Sheoldred the Apocalypse. 4-Mana 4/5 Death Touch. Immer wenn wir eine Karte ziehen, kriegen wir 2 Leben. Immer wenn jeder eine Karte zieht, verliert er 2 Leben. Giggs failed, I shall not. Oh mein Gott, wie cool. Eine Anspielung auf Giggs. Wie cool. Ich mag es, dass sie die Rede reingebracht haben. Ich war kein Fan von New Phyrexia, aber ich mag es, dass sie hier Phyrexianer wiederbringen. Und wir haben noch eine Cult Conscript. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Nee, hat mir nicht. Ein schwarzes Mana, 2/1, kommt getappt ins Spiel. Für 2 Mana bringen wir das zum Friedhof zurück ins Spiel. Wenn, können wir nur aktivieren, wenn dieser Runde eine Nicht-Skelet-Karte gestorben ist. Unter unserer Kontrolle. Dann haben wir noch einen wunderschönen Sumpf. Oh mein Gott, die sind richtig hübsch, die Sandglass-Dinger. Wow, die sind wirklich, wirklich hübsch. Soldier. Ja, das war's. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sagt mir, was ihr von dem Set haltet, bitte. Dann ist das Pre-Release-Wochenende für mich auch schon rum. Und ja, wir können zum Alltagsgeschäft übergehen. Yay! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Unblexed. Ciao, ciao.